So, die passende Werkstatt-Wandverkleidung haben wir jetzt. Übrigens, vielen, vielen Dank, dass ihr mich dabei unterstützt habt. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es am Ende doch so gut aussieht. Das fehlt natürlich die passende Werkstattbeleuchtung. Und da habe ich mir was Folgendes überlegt. Ihr wisst ja, das ist so ein Traum von mir, so ein komplettes Traversensystem an die Decke zu bringen und dann mit bestimmten Punktleuchten oder Strahlern zu arbeiten, dass man jedes Mal flexibel ist. Und ich habe mir schon im Internet was zusammengesucht. Und ja, wollen wir mal den Kauf abschließen. Und ach du Heiliger, ich sehe jetzt, das Ganze kostet ein Vermögen und die Beleuchtung ist noch gar nicht drin. Ich weiß es nicht, das kann ich nicht stemmen. Es muss irgendwie günstiger gehen. Und das Ganze haben wir natürlich auch geschafft. Und zwar um einiges günstiger. Und dafür haben wir einfach Holz verwendet. Mein Lieblingswerkstoff Holz. Und dafür habe ich mir Balken bestellt. 60x100er, insgesamt 4 Stück bei der Firma Ladenburger. Und das Besondere daran, die haben eine Gesamtlänge von 8 Meter. Warum 8 Meter? Ganz einfach, damit ich die ganze Halle komplett abdecken kann. Das Ganze haben wir dann mit einer Kappumgärungssäge auf Maß geschnitten. So, dass wir nachher eine Länge haben von 8 Meter. Das war ja schon bereits zugeschnitten. Und eine Breite von 3,50 Meter. Bevor wir das Ganze miteinander verschrauben, müssen wir es natürlich erstmal lackieren. Und ich habe mich da wieder für einen dunklen Farbton entschieden. Genauso wie jetzt hier mit der Wandverkleidung. Das wurde schön Anthrazit gestrichen bzw. gesprüht. Wenn du das Video noch nicht kennst, wie du mit der Sprühdose schnell Flächen lackieren kannst, das werde ich mir hier oben Eck verlinken. So, und das Ganze haben wir natürlich auch wieder grundiert und lackiert. Ich kann euch definitiv empfehlen, wenn ihr mit Sprühdose lackiert, besorgt euch eine Sprühhilfe, so einen Pistolengriff. Der ist wirklich, ja, überlebenswichtig, wenn ihr sowas machen wollt. Weil nach gefühlt einer Sprühdose tut euch der Zeigefinger weh oder der Mittelfinger, je nachdem wie ihr lackiert. Im Anschluss haben wir das Ganze dann miteinander verbunden und dazu habe ich mir aus dem Zimmermannsbereich, Dachdeckerbereich, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr Dachstühle mal aufgebaut habt, ein Terrassendach aufgebaut habt. Es gibt solche Balkenschuhe, nennen sich die, in unterschiedlichen Breiten, 60er, 80er, 100er. Und dafür habe ich mir auch dementsprechend die passende Stückzahl besorgt und das Ganze vorweg auch nochmal schwarz matt lackiert. Das Ganze dann grob auf Arbeitsblöcken zusammengeschraubt und dann habe ich gedacht, los, ziehen wir es mit Seilen hoch an die Decke und das war wohl nichts. Das ganze Holz hat an sich schon 80, 90 Kilo gewogen, plus die ganzen Paneels, die noch rankommen und das Kabel und die Kabelkanäle waren das ungefähr 150 Kilo und ja, da stand ich vor einem Problem. Und der Plan war, die ganze Konstruktion an diesen 5 mm Stahlseil zu befestigen und dann hochzuziehen. Ich habe jetzt hier oben 3 oder 4 Stahlträger, da wollte ich diese Ösen hier befestigen, 10er Loch reinbohren und das Ganze dann festschrauben und dann diesen 10 mm Stahlseil insgesamt an 6 Stück hochziehen. Ja, und da habe ich natürlich falsch gerechnet, denn ich kann keine 200 Kilo ungefähr hochziehen an ein Seil. Da brauchte ich so ein bisschen Unterstützung und die habe ich mir natürlich dann geholt für, ich glaube, 85 Euro oder 120 Euro eine Seilzugmaschine. Die ist echt das Geld wert gewesen und ja, ich finde, eine tolle Erfindung. Sprich, ich habe mir das Ganze dann, das stand ja auf Böcken, dann habe ich mir Spanngurte festgemacht, zu einem Kreuz befestigt, den Haken dann eingeklipst und dann habe ich das Ganze dann hochgezogen. Und ich musste ziemlich schnell feststellen, dass die Konstruktion an sich ziemlich instabil war, aufgrund der Balkenschuhe. Die waren dafür nicht ausgelegt. Dementsprechend musste ich mir dann eine andere Konstruktion überlegen und habe das Ganze dann nochmal mit mehreren Seil- oder Spanngurten befestigt und auf Zug gemacht. Und so ging es dann halbwegs. Ich konnte das ganze Gerüst hoch und runter fahren. So habe ich das dann auf meine passende Arbeitshöhe hochgefahren und konnte dann die Beleuchtung anschrauben. Und dafür habe ich mir LED-Panels besorgt. Darüber gibt es nochmal ein extra Video, sprich das nächste Video. Darüber reden wir dann über die LED-Panels. Das sind welche von LuxLight, kennt bestimmt der ein oder andere von einer Werkstattfolge hier auf YouTube. Und davon haben wir insgesamt 1, 2, 3, 4, 8, 12 Panels. Er hat mir das komplett ausgerechnet und diese Panels habe ich dann hier montiert. Bevor ich das Ganze gemacht habe, ihr braucht, um diese Panels an der Decke zu befestigen, einen Aluminiumrahmen. Den habe ich natürlich dann passend zur Deckenkonstruktion in schwarz-matt lackiert, die ganze Konstruktion angeschraubt und dann das Panel reingeschoben. Dann habe ich die gesamte Konstruktion wieder abgelassen und habe von oben mit der Elektrik weitergemacht.
Und was natürlich auch eine gute Investition war bei solchen Projekten, aua, so ein Gerüst, was ich mir letztens in einem Baumarkt gekauft habe, war sogar noch ein Angebot für 300 Euro, was normalerweise 500 Euro kostet. Und das war natürlich dann hilfreich, wo ich dann die ganze Geschichte mit dem Seilzug hochgezogen habe, denn ich musste das Ganze ja dann an 6 Punkten befestigen mit diesen Ösen. War ich ganz einfach, ich habe sie mal Stück für Stück hochgezogen und dann befestigt, dann abgelassen. Und dann habe ich jedes Panel, was natürlich seine bestimmte Position hat bei diesem Gerüst, damit das Ganze auch gleichmäßig ausgeleuchtet wird, habe ich dann miteinander verbunden. Ich habe mir Kabelrohre besorgt, damit das Ganze auch fachmännisch angeschlossen ist. Und dementsprechend habe ich das dann angeschlossen. Zum Anbringen oder zum Anschließen, da gehe ich nicht so drauf ein. Ihr könnt euch da selber jetzt ein Bild machen und euch mal, wenn ihr wollt, einen Kommentar da lassen, ob ich das richtig oder falsch gemacht habe. Letztendlich habe ich das dann an die Hauptstromleitung, an den Lichtschalter angeschlossen und zack, das Ganze funktioniert und die Halle erleuchtet wirklich schön warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, kann man sagen. Und wir haben jetzt natürlich jetzt die Möglichkeit, hier an diesen Balken beispielsweise andere Strahler anzubringen, Sachen herunterzuhängen. Also die Konstruktion hält locker 300 bis 400 Kilo aus, würde ich sagen. Ich habe mir auch nochmal den Robin eingeladen, den Robin von der LuxLight, und da machen wir einen Experten-Talk. Wenn ihr Bock drauf habt, das Video werde ich euch gleich hier im Eck irgendwo verlinken. Und worauf ich nochmal sprechen wollte, ist diese Kabelrohre hier. Das hat jetzt eine Länge von 2 Meter und jetzt stellt sich der eine oder andere die Frage, wie kriegst du denn die Kabel da durch, vor allem in 8 Meter Länge? Ganz, ganz einfach, da gibt es einen Trick, ihr braucht einfach nur eine Maurerschnur und ein Stück Styropor und einen Staubsauger. Und wie ich das gemacht habe, zeige ich dir im nächsten Video. Bis dahin.